Maschallah sieht er aus. Maschallah. One last time. Wir sind vorher noch im Stadion. Marco, warum sind wir so früh? Morgens um 8.49 Uhr. Das ist ja geistig. Baby, das ist Classic. Wir vergessen nie die Straßen der Stadt. Fenster runterfahren durch die Nacht. Wir haben uns auf die Karte gepackt. Gerne. Guten Tag, liebe BVB-Fans, und willkommen zu einem neuen BVB-Vlog. Ja, bei einem Video, was ich heute ungern filme oder produziere. Denn es geht um die letzten Stunden, Woche mit Marco Reus. Und ihr könnt euch vorstellen, sein Terminkalender ist ziemlich voll. Und wir haben uns heute mal einen Tag rausgepickt, wo wir ihn begleiten werden. Er wird nämlich heute ein Interview mit Boris Rupert machen, also für die Borussia. Werden wir auch noch versuchen, auch beim letzten Spieltag natürlich hinter den Kulissen dabei zu sein. Und ich will gar nicht so viel davor wegnehmen. Lass uns einfach die letzten Stunden, Minuten mit ihm genießen. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis gleich. Das geht! Maschallah sieht er aus. Maschallah. Das geht. Gut. Alles fit. Alles gesperrt hier. Für mich nur, oder was? Nur für dich. Mahlzeit. Na, Maschine? Ja. Ist gut? Ja. Bei dir? Ja, ist okay. Ace, Emre, Ace. Ist nochmal eine andere Atmosphäre, wenn du hier reinkommst, wenn du ins Stadion reinfährst. Und dementsprechend, ja, es ist einfach was Besonderes, wenn du hier reinkommst, auch wenn die Rohre seit 1930 hier sind und die Kabine sich wenig geändert hat. Aber trotzdem hat es was irgendwas Magisches, weil du weißt, hier so ein paar Schlachten auch gewonnen, auch in dieser Kabine. Und das wird einem auf jeden Fall fehlen. Dass die Zeit nicht unendlich ist und dass die Jungs die Zeit zusammen, auch einzeln genießen müssen und auch sollen. Weil irgendwann treten alle ab, spielt keiner mehr mit 70 Jahren Fußball. Und dementsprechend sollte jeder so diese Momente genießen, zusammen mit den Jungs in der Kabine zu sein, weil sowas kommt nicht mehr wieder. Du bist 12 Jahre bei einem Verein, du bist 12 Jahre bei deinem Verein. Das ist alles außergewöhnlich. Und dann kommt noch hinzu, soll zumindest hinzugekommen sein, dass 2015 Real Madrid auch wohl mal angefragt hat, was war denn da dran an Real und Rius? Du hast ja immer mit Jürgen herzlich gelacht in Madrid, wenn du da auf den Pressekonferenzen vorgestellt wurdest. Ja, da brauche ich ja kein Geheimnis mehr draus machen. Also es war jetzt nicht nur 2015 so, sondern es waren schon viele Jahre dabei, wo ich natürlich auch Angebote von anderen Vereinen hatte. Ja, aber wie ich das schon oft gesagt habe, war es oft einfach der Grund, so dieser Verein hier zusammen mit den Fans ist einfach so ein Paket, wo du dir das einfach noch zwei, drei Mal öfter überlegst, ob du wirklich gehen möchtest. Und hinzu kommt natürlich, dass es für mich persönlich wichtig ist, dass man sich einfach wohlfühlt innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins. Und, Apropos Lars, der 1. Juni wäre ein guter Zeitpunkt zu lupfen jetzt, oder? Das wäre mega, ja. Das wäre wunderschön. Hauptsache zum Sieg, alles andere ist mir völlig egal. Gut, vielen, vielen Dank. Top! Danke, danke. Ja, sehr gerne. Ich hab zu danken. Ich hab zu danken. Mal von der Vorderseite mal anschauen. Denn das letzte Trikot, womit du spielen wirst. Das stimmt. One last time. Okay. Warte mal lieber.
Vielen Dank. Vielen Dank. Bis morgen. Tschüss. Top. Top, top, top. Das gibt's nicht! See you, my boy. Tomorrow. Guten Morgen, heute ist Spieltag. Wir sind vorher noch im Stadion. Marco, warum sind wir so früh? Wir machen noch mal ein letztes Selfie. Ein Morgen-Selfie vor dem letzten Bundesliga-Heimspieltag. Let's go! Bam. Hast du ein Telefon? Yes. Ja. Tada! Here we go. Morgens um 8:49 Uhr. Sind wir doch die Ersten, oder? Wie soll ich das denn heute überstehen, ey? Du schaffst das schon. Ich gehe jetzt einfach da drauf, oder? Eine Überraschung haben wir noch. Was denn jetzt? Ab zu Süd. Nee, zu Süd. Ab zu Süd? Ach, guck dir mal dieses schöne Wetter an, ey. Heute ein guter Tag zum Kicken, oder? Ja, geil. Guter Tag für ein Tor und ein Assist. Heute von hier? Erste Runde! Ja. Nach dem Spiel hier, oder? Ich hoffe es, ich hoffe es. Auf dem Money oder was? Ja, wir. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Gutes Foto ausgewählt. Wunderschön. Jetzt mal mit den Fingern mit den Beinen so hoch zeigen. Bis später, Marco. Der rennt da. Ihr habt gerade gesehen, Marco ist gesprintet, denn die haben in 4 Minuten Abfahrt und wegen uns zu spät kommen wäre nicht geil. Wir haben jetzt wieder ein paar Stunden. Das bedeutet, wir sehen uns dann nachher wieder. So, hier sind wir wieder in der Mannschaftskabine. Frank hat wieder heute um 9 Uhr morgens alles hier fresh gemacht. Und warum ich hier bin, Edin hat es gestern in der Pressekonferenz gesagt. Marco steht in der Startaufstellung und wird auch heute unser Kapitän sein. Hallo? Hey, hey, hey. Yoshi. Ja? Ja. Keine Probleme. Habe ich noch nicht gesehen. Thank you.
unsere U17 wird natürlich auch heute noch geehrt zur Meisterschaft. Oh mein Gott. Werde dich vermissen, ne? Ich wünsche dir alles Gute, gell? Danke, Bruder. Alles gut bei dir? Ja, bei dir? Ja, noch 2 Wochen. Okay. Wir wollen mit denen gegen London. Ja. Dann feiern wir. Vamos.
Das war Markus' letztes Heimspiel hier im Signal Iduna Park. Was soll ich sagen? Sehr emotional. Und in den letzten Wochen, Tagen ist das schon ein bisschen anstrengend für den Kopf. Trotzdem war es einfach ein sehr schönes Heimspiel mit einem Sieg, ein Freistoßtor von Marco. Was will man mehr? Vielen lieben Dank für die fette Choreo. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es Marco gefallen hat. Falls euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben. Und für den Algorithmus schreibt einfach die 11. Die 11 in die Kommentare als Algorithmus-Kommentar. Leute, in diesem Sinne, her BVB und tschüss. Wow, sind relaxed. Sind relaxed.